Die EU hat sich endlich auf eine Verlängerung geeinigt. Darüber rede ich in diesem Video. Also, los geht's! Hallo, ich bin Marc. Willkommen zurück auf meinem Kanal und willkommen zu einem Breaking News Brexit Video. Denn heute Morgen hat die EU sich endlich auch auf ein Austrittsdatum für die Verlängerung geeinigt. Freitag hatten sich ja erst nur geeinigt, dass sie eine Verlängerung wollen, aber noch nicht welches Datum. Das ist dann heute Vormittag passiert. Der EU-Ratspräsident Donald Tusk hat vorhin schon getwittert, dass sie sich auf eine Flextension geeinigt haben, also eine flexible Verlängerung zum 31.01.2020. Das ist das Datum aus dem Brief, den Boris Johnson an die EU geschrieben hat. Das ist das Datum aus dem sogenannten Ben-Gesetz. Das heißt, Boris Johnson muss dieses Datum akzeptieren und dann ist diese Verlängerung durch. Das wird jetzt noch nicht sofort passieren, denn Donald Tusk hat es auf Twitter erklärt, aber auch erklärt, dass jetzt noch aus formalen Gründen noch diese schriftliche Prozedur durchgeführt werden muss, dass alle schriftlich einmal zustimmen und dann wird das Vereinigte Königreich offiziell darüber unterrichtet werden, dass diese Verlängerung genehmigt wurde und erst dann muss Boris Johnson es akzeptieren, aber das Parlament muss nichts mehr machen. Und die werden alle schriftlich zustimmen. Denn sonst hätte der Ratspräsident das nicht schon über Twitter rausgehauen. Die haben sich geeinigt und dieses Formale ist halt nur das Formale. Heißt aber auch, Frankreich hat sich von den anderen überzeugen lassen. Frankreich wollte eigentlich eine kürzere Verlängerung. Und dann gab es ja auch immer Gerede darüber, Frankreich würde Veto gegen eine Verlängerung einlegen. Aber die anderen 26 haben wohl Frankreich überzeugt. Und damit gibt es diese Verlängerung. Mit der Möglichkeit des früheren Ausstiegs, falls das Parlament sich doch auf einen Deal einigt oder auf einen No-Deal, dann können sie auch früher raus, deswegen Flextension. Aber erstmal steht der 31.12. als Datum. Das heißt aber auch, der 31. Oktober ist jetzt nur noch Halloween und kein Brexit-Datum mehr. Hat Boris Johnson sein Versprechen eben nicht einlösen können, komme was wolle, am 31. Oktober raus zu sein. Das wird nicht funktionieren. Jetzt bleibt nur noch die Frage der Wahlen. Es ist ja jetzt genug Zeit für eine Wahl im Dezember, aber aufgrund der Gründe, die ich schon genannt hatte, glaube ich nicht, dass Boris Johnsons Vorlage heute durchgehen wird für eine Wahl nach dem Fixed-Term-Parliament-Act. Aus den bekannten Gründen wird die Opposition dagegen stimmen, weil er ja mit dem Termin machen kann, was er will und weil man keine Änderungsvorschläge einbringen kann. Dann müssen wir abwarten, was mit der Vorlage von SNP und den Liberalen passiert, die sie diese Woche einbringen, wo ich ja auch die Gründe gesagt habe, warum ich nicht glaube, dass die Regierung da mitmachen wird. Also müssen wir mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Genug Zeit für eine Wahl ist da. Einzige realistische Möglichkeit wäre dann, dass Jeremy Corbyn einen Misstrauensantrag stellt, den würde er durchkriegen und damit wäre auch der Termin fix, wann die Wahl stattfinden muss, wenn er es jetzt sofort tut. Aber das wollen wieder seine Abgeordneten wahrscheinlich nicht, weil so um die 100 von denen machen sich Sorgen darüber, über ihren Sitz, weil die Umfragen nicht so besonders gut aussehen und sie Angst haben, den Sitz möglicherweise zu verlieren, werden sie ihm das eigentlich nicht durchgehen lassen. Aber da schauen wir mal. Nachher geht es dann ja um die Vorlage der Regierung, was die Neuwahl angeht. Wenn das nicht zu spät zu Ende ist, werde ich euch heute natürlich noch ein Video dazu bringen, ansonsten morgen früh, aber ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass es heute Abend noch sein wird. Für jetzt danke ich euch erstmal fürs Zuschauen. Diese Nachrichten wollte ich auch auf jeden Fall gebracht haben. Habt jetzt aber erstmal einen schönen Tag und bis später.